Yo, hier ist wieder der Bertiamik. Jetzt seid ihr schick. Ja, willkommen zurück zu Dead Space. Mit Berti und Isaac. Und wie immer, denkt dran, es wird beschissen. Und blöd. Und vor allem schnetzelig. Scheiße, das ist mein Bruder auf dem Monitor. Er ist an der Luftschleuse. Ich lass dich von diesem Ort nicht unterkriegen. Kendra, wir haben keine Zeit mehr. Er ist nicht da. Nee? Ich kann es schaffen, Na was denn nun? Wer ist da oder ist nicht da? Was ist das hier? Badezimmer? Ja, ich muss mir mal das Öhrchen waschen, also. Mein Öhrchen ist schon ganz dreckig. Oh, warte mal, schnell Öhrchen waschen. So, fertig. Hm? Da liegt doch jetzt, oder? Okay, gut, dass ich hier reingegangen bin. Ja, das war scheiße, dass ich hier reingegangen bin. Na gut. Was war das denn eben? War hier eben noch einer? Oder habe ich schon Halluzinalonen? Der nächste, der hier kommt, den haue ich dieses Ding von Schädel. Glaub es mir. Lass es lieber. Aber das eitert ganz schlecht raus aus der Nase. Das Ding nehme ich mal mit. Mal gucken, ob man damit was machen kann. Schon wieder. Oh, die mit ihrer Quarantäne, ey. Da kommt doch schon raus, mein Gott. Alles einer, komm mal her hier. Komm mal her. Arsch. Er verträgt aber auch, ey. Diese 400 Credits, die kannst du dir aber auch im Po schieben. War ich den aufgebaut, den Plasma-Cutter? Der ist ganz schön stark. Oh, oder auch nicht. Was ist das? Und das 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 und das. Das ist alles. Arschlöcher. Geht jetzt hier oder was? Oh, noch mehr. Also ihr solltet echt mal eure Technik hier kontrollieren. Echt vor den Arsch, ey. Ist so richtig vor dem Popo hier. So richtig Müll. Bestimmt ein AMD drin. Mir ist auch alles im Arsch, ey. Haupthangeranlage. Na, da brauchen wir nicht hin. Ey, jetzt sind wir wieder am... wow, jetzt sind wir wieder am Anfang. Was für ein Schrap, ey. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Das sieht aber scheiße aus. Nicht zu sagen, total ist scheiße. Wie sieht's mit Muni aus hier mit... unseren Ripper? Nicht dolle. Aber besser als nichts. Wie unerwartet. Mr. Clark, die Kollegin ja? Ist sicher an Bord. Mein Name ist Kendra Daniels. Halte dich bereit, Alden. Er bringt das Shuttle jetzt rein. Man. Da glaube ich erst dran, wenn ich drinnen sitze. Schiff. Wir verlieren Zeit. Das Kollektiv ist da unten. Kein ganz ruhig.
Ich werde die Schwerkraft im Hangar ausschalten, dann kann ich den Marker von Hand verlangen. Okay. Warum funktioniert in diesem Dreck? Ich verstehe es. Schiff. Heilige Scheiße. Nichts. Also, es muss doch mal möglich sein, dass sie irgendwann mal in diesem Schiff, ja, auch mal irgendwas heil ist. Es kann nicht sein, dass hier immer alles kaputt ist. Sollte man noch mal drüber nachdenken. Wer baut sowas? Ist hier hinten was umsonst? Ne. Ja, ist klar, wenn ich das jetzt hier ausmache, kommt wieder. Schwerelosigkeit aktiviert. Kommt wieder lauter Idioten an. Glaubt doch nicht, dass das hier schön wird. Das einzige Gute ist, hier gibt's Kisten. Das ist eine andere olle Kiste. Mir war doch eben so, als wenn das zwei Kisten sind. Nicht doof. Und wo ist das Ding hin? Was für eine Verarsche. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Schwerelosigkeit hasse? Habe ich das mal erwähnt? Irgendwann mal? Glaub schon, oder? Aber es lustig ist, man kommt jetzt überall hin. Ist ja auch alles super heile. Credits sind ja schön und gut, aber Munition wäre echt wichtig gerade. Da kann man dafür Munition kaufen. Man glaubt es kaum. Aber wozu? Ey, lass mich in Ruhe mit deinem komischen Gerät. Hier ist doch eine. Hier ist doch so eine olle Batterie, wo soll die hin? Kann mir doch keiner erzählen. Oh, geil. Energiekanone ist auch bis 3 Schuss, aber ey. Why not? 3 Schuss sind immer noch besser als gar keiner. Da ist ein Energieding. Schieben wir das mal hier rein. Los, schieb ihn ordentlich rein. Und jetzt? Und noch ein Trompeter. Die Viecher da hinten, die hat sich ja wie die Pest, ey. Wo ist das kleine Scheißvieh? Räudige. Komm bloß raus, ey. Ja. Mistvieh. Hasse es. Na, langsam aber sicher kommt doch hier mal ein bisschen Energie ran. Ein bisschen Munition. Sehr schön. Sehr gut. Können wir auch mitnehmen? Eigentlich können wir alles mitnehmen. Pff. Genau. Mhm. Das ist gut. Können wir mal ein bisschen looten. Oh, hier ist ein Level 2 Ding oder sowas. Boah. Das hier eine Kinderklappe oder was?
Freigabe bestätigt. Boah, Diamant. Diamant ist cool. Dabei haben wir gerade mal die erste Seite bloß. Also das wird jetzt hier gerade so ein bisschen mit looten. Hilft nicht. Auf der anderen Seite auch noch was. Muss hier echt alles mitnehmen. Wir brauchen alles. Ich hoffe, hier auch noch was rumliegt. Ripper klingen. Nicht schlecht. Und hier scheint nicht viel zu sein, wa? Aber das sieht so aus, als wenn man hier irgendwas richtig Cooles finden könnte. Das hier ist so ein Eck, wo man sich schöne Sachen versteckt. Wo man schöne Sachen versteckt. Hier nicht, hier ist doch was. Boah, das ist ein Bronze-Halbleiter. Wieder 3000. Geil. Und hier sind die alten Schiffe, geil. Komm ich denn da hin? Komm ich da irgendwie hin? Hier so hinter? Yeah. Scheint auch was zu fehlen, ne? Ja, yeah. Hier los. Geil. Ah. Find's gut. Wenn man mal es findet. Warum vibriert die ganze Zeit mein Shit-Controller? Vielleicht kommen wir zu dem. Das ist gut, aber ist mein. Ist mein. Brenner mal wieder halbwegs voll. Das sieht gut aus. Ist auch wieder voll. Sehr schön. Alles wieder ein bisschen nachladen. Sehr geil. Sind wir wieder ein bisschen saniert. So, jetzt müssen wir bloß noch diesen ollen Marker da reinbauen. Ganz mit doofe befürchtet, dass hier noch ein paar Viecher ankommen. Wo sind diese olle Marker jetzt hier? Hm? Achso, wir brauchen hier den Strom. Hier ist aber noch so ein Stromding, oder? Wofür ist hier noch ein Stromding? Jetzt? Schienensteuerung. Ah! Okay. Halt mal hier in Nähe. Mal lieber her hier. Ganz blödes Gefühl. Schon wieder so ein. Hehe. Stirb. Hehehe. Du kleiner Arsch, du kleiner Scheißer. Oh, ey, hier will ich auch noch mehr. Ich will noch mehr Ärger haben, ja.
Komm her, du feige Stück Scheiße. Ohne abbauen. Und alles für jeden, was da hier. Keine Angst. Ich sowieso. Das ist ja noch so ein kleiner Pupser. Hab's dir aber gesagt. Wird aber auch gar nicht mehr, der kleine Scheiße. Oh, hier sind ja auch noch ein paar Räume offen. Gar nicht gesehen. Mein Gott, man sollte auch mal mit den Augen gucken. So, jetzt können wir mal wieder unserem Plasma nehmen. So ein Cutter. Mal ein bisschen Munition sparen wir. Das Ende kommt noch. Na dann los. Schwerelosigkeit deaktiviert. Und tschüss. Ja, Sandro. Kommen Sie schnell. Öffnen Sie die Luke für ihn. Ich nehme das Ding mit, ey. Das wird meine Botzer sich schenken. Die kleinen Arschlöcher. Hier. Warum funktioniert in dieser Bude nichts? Jetzt haut das Scheiß hier ab, ey. Der ist tot. Du bist schuld. Arsch. Sorry, Isaac. Ich konnte ihm den Marker nicht anvertrauen. Kendra, was machst du da? Wofür mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Werler nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für EarthGov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst keiner hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Aegis 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch... Doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat EarthGov dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Toll. Schluch. Und übrigens, wir waren ein tolles Team. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle umbringen. Dann jetzt. Nur diese Vibers. Diese kleinen, stinkenden Weiber. Das war alles umsonst. Isaac, komm, hier ist Nicole. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum.
Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. In der Flugsteuerung. Achso, hier lang. Das ist eine Affentür. Achso, da kommt man nicht durch diesen Kabelstrang, ey. Alle Hubfelder nähern sich der maximalen Kapazität. Toll. Schön. Oh, gibt's ja Sachen. Geil. Ist hier noch was? Ich hätte gern einen Kaffee. Kaffee to go. Die Kaffee könnt ihr aber alleine trinken mit der Milch. Hey, du nette Frau. Da bist du ja. Ja. Gott sei Dank bist du hier. Das Schiff bricht auseinander. Ich habe alles gesehen. Darf ich dich, du? Schade. Was mit uns passiert ist. Wir müssen nicht darüber reden. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du das weißt. Ist schon okay, Isaac. Ich vergebe dir. Na, Isaac. Ja gut, aber... Es gibt noch Hoffnung. Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Du kannst uns wieder vollkommen machen. Ich will's nur wieder in Ordnung bringen. Das schaffen wir zusammen. Die ist doch völlig durchgedreht, die Alte. Voller Psycho. Rückruf des Shuttles USG 09. Vorbereitung zum ferngesteuerten Andocken läuft. Verdammt, Isaac, du weißt nicht, was du tust. Ich weiß, dass ich jetzt das Richtige tue. Scheiße! Warnung. Rettungskapsel von Shuttle USG 09 gestartet. Rettungskapsel. Verdammt. Wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Da will ich durchgedreht, die Alte. Komm her, ich hau dich mal. Du bist schuld. Gib's Geld her, du. Der Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7, dann komme ich an Bord. Endlich. Lass mich nicht warten. Die ist leicht durchgedreht, die Alte, aber so weit von. Kann mir jeder erzählen, aber die hat einen Milchstring zu viel. Mehr zu wenig. Maul. Naja, wenigstens 400 und nicht 100. Ich wollte ja schon wieder was sagen. Ja, aber da du jetzt so nett bist, bin ich natürlich auch nett und sage nichts Böses mehr. Also. Klappt das jetzt mal endlich hier oder kommt es wieder um Blödsinn hier? Frage allein schon. Irgendwie mal das Maul halt nicht blöd, mein. Ey, du, warte, ich mach die Tür wieder auf für dich. Komm her. Wo bist du denn? Hallo. Wo ist denn der kleine Arsch? Der kann mich mal. Ich rede jetzt nicht mehr mit dem. Der ist mir zu blöd. Wie, du bist nicht im... Wie, du bist in meinem Ding. Das ist mein Shuttle, du Arsch. Okay, tschüss. Tschüss. Wir haben ja alles gefunden zum Glück. Alle Nebenaufträge. Ich hätte nie Zweifel, Isaac.
Alle. Alle Tresore, alles geöffnet. Super. Freue ich mich. Wir sind wieder zusammen. Nichts kann uns aufhalten. Das Einzige, was mich aufhalten kann, ist. Eine Kiste Bier. Und ein Bullischluck. Alles schaffen. Liebe macht blind. Noch eine gemeinsame Reise. Es begann alles im Kern des Planeten. Daniel sagte, Earthcorp habe den Marker gebaut. Ein Experiment, das sie vor Hunderten von Jahren abgebrochen hätten. Bereit ist, muss ein Wunder so schrecklich wie ein Albtraum sein. Der Planet ist rastlos, hungrig. Er frisst uns bei lebendigem Leib. Aber wir haben den Marker. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Wir werden vollkommen sein. Schon, wenn man das hört, dann muss man auch wissen, dass sie so viel Lucky gesoffen hat. Sorry, aber so irgendwo an ihrem Käfig gerüttelt hat oder so, weiß ich nicht, aber... Wenn man sowas sagt, ja, also dann ist wirklich, also. Ja, da ist zwar Licht im Wohnzimmer, aber es ist keiner da, also normal ist es nicht, aber. Zieht ja nur Krutze, die Alte. Mein Gott. Da würde ich jetzt am liebsten das Ding hier nehmen und mir das an den Kopf schmeißen. Geht aber leider nicht. Und hier los. Das sind denn eine scheiß Ladeluke hier. Isaac. Ach, Klappe zu halt. Nee, mit dir rede ich nicht. Ey, los schon mal gar nicht. Das heißt, bitte lieber, Mensch. Und diese Befehle hier. Das ist gut. Stase wieder voll. Hin war da eben, was soll ich euch sehen? Bin ich blind? Super. Hey, unsere Knoten, die werden Goldhalbleiter. Uiuiui. Hä? Schimmert da hin, David? Ja. Okay. Sieht manchmal so aus. Oh, crazy girl. So ein kleines Mistding macht so viel Ärger. Die Gravitationsstrahlen der Ishimura versagen. Die tektonische Belastung. Bald fällt das ganze Gestein herunter. Was sollen wir tun? Wir stellen den Marker auf seinen Sachen zurück. Ich habe eine Idee. Wir holen uns einen gelben Bauhelm und bleiben mal stehen. Da passiert nämlich nichts. Es wird funktionieren. Das Kollektiv wird sich fügen. Das sind wir ein Blödsinn. Schau mal hier. Wo wir sie jetzt hin? Dann funktioniert immer noch nicht. Ist hier hinten so? Oh. Jetzt bleib doch mal ruhig, Uschi. Mein Gott, ey. Immer dieses... Was ist denn hier los? Katzenparty oder was? Was machst du denn hier? Einen guten Eindruck? Was ist er denn aus? Ey Kumpel, du siehst scheiße aus. Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber...
Bergung. Bergen Sie die Opfer des Massenselbstmordes am Union Square von Ege 7. Die Leichname werden mit Sicherheitsbegleitung in das Leichenschauhaus der Usagi Nishimura gebracht. Benachrichtigen Sie bei Ankunft Dr. G. Domus. Ach, das ist ein Leichentransport-Scheiß. Interessiert das denn? Ich weiß nicht, Leichenboys. So. Jetzt müssen wir erstmal unser Scheiß verkaufen. Unseren Kram hier. Inventar. So, was haben wir denn hier? Den hier. Bronze-Halbleiter. Oh, hier. Oh, hier. Diamant. Geil. Das lohnt sich. Sieht doch mal nicht schlecht aus. So. Mhm. Ist ja nicht mal viel. Ah, ist doch gut. Schaden ist auf ordentlich. Okay. Gut, dann machen wir mal wieder ein kleines Päuschen und wir sehen uns später, wenn es wieder heißt. Dead Space mit Bertie und Isaac.